Hallo, Corinna und Harald vom Stekos Fanclub. Wir sind die Leiter des Stekos Fanclub und heute zu Gast in Ingolstadt. Der Stekos Fanclub bringt euch die Kämpfer näher, die Trainer näher. Über uns könnt ihr günstig Karten für die Fight Nights beziehen. Wir organisieren Events, bei denen ihr auch mit den Kämpfern zum Beispiel trainieren könnt. Und aktuell planen wir Home Stories mit allen Kämpfern und natürlich auch mit den Stekos. Wir waren neulich schon beim Laden zu Besuch, haben auch Anita und seine Tochter Mariella kennengelernt. Heute sind wir, wie gesagt, in Ingolstadt, stehen vor dem Gladiators-Gym und besuchen natürlich Dardan Morina. Wir sind schon gespannt, was Dardan uns zu erzählen hat und würden sagen, wir gehen jetzt gleich mal rein. Wir gehen jetzt rein. Gladiator schon im Blut drin. Okay. Also ich mache ja auch immer diese Gladiator-Show, also wenn ich jetzt einlaufe, dann begleiten mich immer meine Gladiatoren. Klasse, genau. Und das ist einfach dieses Dazugehörigkeitsgefühl und diesem Team. Also bei uns ist halt Team immer ganz groß geschrieben. Jetzt auch hier bei den Stekos, wo ich bin, fühle ich mich auch natürlich total wohl und das ist ja auch mein Team und deswegen ist es halt auch so wichtig. Ich zeige euch mal das ganze Spiel lang. Ja, super. Also das ist jetzt quasi hier der Empfangsbereich, man kommt rein und dann auch gleichzeitig rein. Da oben sind die Gürtel alle. Das sind ja schon jede Menge. Ja, ein paar von einem anderen Studio. Also das zweite Studio steht, wo wir früher waren. Also mit dem Partner. Hier haben wir dann so eine kleine Lounge-Ecke, wenn man jetzt nach dem Training kann man sich gemütlich hinsetzen, Fernsehen schauen. Und ab hier jetzt beginnt eigentlich die Trainingszeit. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich überwiegend auf Stunden ausgerichtet sind. Das heißt, die Leute kommen rein und jede Stunde wechseln sich dann die Leute. Okay. Du seid Personal Trainer. Wie jetzt gerade. Theke. Auch eine gute Kaffeemaschine, ist immer ganz wichtig. Alle gut. Der schmeckt auch gut, ich hab schon eine. Lieber bei den Jungs. Ja, das war ja so ein Projekt. Wir haben ja, wir sind hier rein und haben gesagt, hey, das ist ein geiler Laden. Da war hier auch die Decke zu. Okay. Und wir konnten uns eigentlich erstmal nicht so viel darunter vorstellen. Ich wollte es halt immer so loftmäßig machen. Da haben wir die ganze Decke abgerissen. Wir hatten gar keine Ahnung vom Bau. Also null. Einfach mal abgerissen dann. Wir haben einfach mal abgerissen und gesagt, oh mein Vater, so, was machst du da? Das geht doch gar nicht. Das ist so scheißegal, wir machen es einfach. Und dann haben wir halt die ganze Decke runter und dann war halt alles hier eine ganz komische Farbe. Dann haben wir alles schwarz gespritzt. Ja, sehr alle aus, aber wir haben wirklich jeden Tag 2 Monate kontinuierlich gearbeitet. Von der Elektrik bis, das war ja quasi ein offener Raum. Die Wände waren ja auch nicht da. Und also alle quasi Räume aufgezogen. Das Bild ist übrigens gemalt. Stimmt, ja. Kommt mir gleich bekannt vor. Ja. Weißt du noch, welche Feinheit es war? Das war in Ingolstadt. Das war in Ingolstadt. Das war in Ingolstadt, ja. Wir haben halt quasi zu jedem Teil irgendwo so eine Geschichte, weil wir ja quasi alles mitgemacht haben. Die Spinde haben wir von Frankfurt geholt, die mussten wir aus dem 2. Stock runtertragen. Boah, das war ja auch schon lustig, weil die Farbe war schon lustig. Ja. Und das hat dann ein Schreiner gemacht. Richtig schick, also richtig toll. Mhm. Super schön. Habt ihr den vielleicht auch noch selber gemacht? Ja, alles. Ja. Also voll gut. Das Lustige ist, mein Onkel ist ja und dann war mir drin und wir haben hier keine Heizung, soll ich Fußboden als Freiwald? Ich dachte,
gibt es denn so, weißt du? Ja, klar, noch Fußboden, also jetzt haben wir Fußboden. Genial. Voll geil. Kann man sich quasi hinlegen und duschen. Ne? Theoretisch, ja. Sehr schön. Ich habe jetzt auch überall diese Motivationssachen reingebracht. Zum Beispiel bei den Damen. Haben wir hier jetzt noch ein Bild von Adriana Lima. Wenn die sich jetzt umziehen, dann ist dann ein bisschen Motivation. Nein, nein, alles gut. Männer natürlich immer jetzt. Und wir haben das halt so, wir wussten eigentlich am Vortag nicht, was am nächsten Tag ist. Mhm. Und teilweise jetzt, das letzte ist ja so in der letzten Woche entstanden. So, ja, was machen wir mit der Wand? Ja, die machen wir einfach grau. So, nee, was ist, da waren wir da hinten beim Bild letzte Woche. Ja, die Wand schaut irgendwie so leer aus. Was machen wir denn da? Also, ja, machen wir noch ein Bild. Ja, wer kann ein Bild machen? Da habe ich die Leute angeschrieben. Ich so, wer kann denn zeichnen? Da, ja, ich kann gut zeichnen. Ich sage, ich will so Mohammed Ali. Ja, da haben sie 3 Tage an dem Mohammed Ali. Okay. Ja, also jede Farbe haben sie alles drei einzeln gemacht. Ja, genau. Teilweise fange ich schon um 6 an. Also wenn ich jetzt nicht in München bin, dann bin ich dann hier und trainiere schon Leute. Ja. Das Ganze bis 22 Uhr. Langer Tag. Ja. Daran hat uns ja gerade so wirklich wunderschöne Studio gezeigt. Auch nochmal erklärt, dass er hier sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Viele Freunde, Bekannte haben mitgeholfen. Jeder hat irgendwo angepackt oder auch Bilder gemalt. Also wirklich wunderschön geworden. Jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht mit einem sehr guten Kaffee von Dardan. Und jetzt hat er sich die Zeit genommen, auch Fragen zu beantworten. Was viele Fans natürlich interessiert, Dardan, wie laufen denn aktuell deine Wettkampfvorbereitungen? Ja, erstmal danke und schön, dass ihr da seid. Freut mich natürlich sehr. Und die Wettkampfvorbereitungen laufen. Ja, ich habe jetzt gerade angefangen. Es ist so, dass eigentlich bei der letzten Vorbereitung da ist etwas passiert. Irgendwie im Training, eigentlich davor schon wahrscheinlich, hatte ich auf einmal so eine Blockade und konnte mal eine Woche gar nichts machen während der Vorbereitung. Und dachte ich mir, ja, scheiße, was ist denn das? Hab natürlich nichts dabei gedacht, hab eine Woche Pause gemacht, hab wieder weiter trainiert, hab den Kampf gemacht mit Schmerzen teilweise. Und direkt nach dem Kampf habe ich es auch wieder gemerkt, aber hab mir auch nichts dabei gedacht. Und so kam es halt 2-3 Mal, dass ich so eine Blockade hatte. Ich bin jetzt vor knapp 3 Wochen zum Arzt gegangen, weil ich einfach wissen wollte, wegen jetzt dem nächsten Kampf. Und so, ja, da dann, du hast einen schweren Bandscheibenvorfall. Nein. Und da war ich natürlich erstmal geschockt. Ja, aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen im Aufbau. Also ich bin echt ein guter Behandler hier am Chiemsee, auf Frieden am Chiemsee. Und da kriege ich die geballte Ladung gerade. Ich muss zwei Rücken ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich glaube, ich habe einfach. Das war einfach die Zeit, weißt du? Hier Studio, Veranstaltungen, Kämpfen. Und das geht halt auch auf den Rücken. Wenn man so eine große Last zu tragen hat, halt immer ständig irgendwie was Neues machen. Ich denke mal, es ist nicht spurlos vorbeigegangen. Aber nicht so. Ich fühle mich jetzt gut. Genau, die nächste Fight ist ja schon am 22. September im Zirkus Krone in München. Tickets gibt's auch schon. Daran bist du bis dahin fit. Können sich die Fans auf dich freuen? Also ich schätze, dass ich eigentlich bis dahin fit werde, weil ich fühle mich jetzt auch schon gut. Also wie gesagt, ich gehe das ja systematisch durch und schaue erstmal, dass ich jetzt Kraft und Ausdauer und alles wieder. Ich habe ja eine gute Grundlage und so die Schmerzen sind jetzt eigentlich auch nicht da.
bin ja noch jung, dynamisch, so kann ich da vieles kompensieren und ich denke, das kriege ich wieder hin. Und ich bin ja auch ein Kämpfer, ich meine, das ist auch so der Weg des Kriegers. Ne? Man kann nicht einfach nur sagen, ja, ich lasse es jetzt rein, ich habe es da. Man muss immer schauen, dass man neue Wege findet und schauen, wie man da auch wieder rauskommt. Das ist ja auch nur ein Signal oder ein Zeichen vom Körper, dass man irgendwie was anderes machen muss. Und ja, ich denke, ich muss halt einiges umstellen, habe ich auch gemacht. Und mein Lebens, muss ein bisschen ändern und dann kann ich. Wo ist denn der lokalisierte Bandscheibenvorfall? Lendenwirbel, ja. Und ich habe jetzt so rausgehört, was ich ganz interessant fand, ist, dass du eben gesagt hast, immer wieder was Neues machen. Das ist, glaube ich, auch mal gut zu hören, dass dir nicht unbedingt auch alle hinzufliegen, sondern du bist wirklich aktiv hinterher, dass du in verschiedene Richtungen immer wieder Dinge auch angehst. Also, ich schaue immer, dass ich breit streue. Also, zum Beispiel, ich kann jetzt einfach nicht irgendwo still sitzen und sagen, okay, jetzt passiert da nichts. Das mache ich mal nicht, weil ich gönne mir einfach mal Ruhe, weil ich finde, Ruhe gönnen, das bin ich einfach nicht. Ich will einfach was schaffen. Ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen und wir hatten gar nichts. Also wir hatten quasi null. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so über die Jahre hinweg, man muss sich halt auch alles aufbauen. Ich bin es halt immer gewohnt, schwer dafür, oder schwer für das, was man hat, arbeiten muss. Vielleicht was, oder ist es nicht immer richtig, oder das habe ich halt nicht anders gelernt. Man muss halt, wenn man etwas haben möchte, muss man halt immer sich quasi dahinter klemmen und alles dafür machen. Und das habe ich halt auch gemacht. Und da gibt es auch verschiedene Wege, wie man halt daran rankommt. Ne? Und dann habe ich einfach versucht, mehrere Sachen auch gleichzeitig zu machen. Natürlich, wenn ich irgendwo einen Kampf habe, dann ist der Fokus nur auf den Kampf gerichtet und alles andere wird ausgeblendet. Es geht nur, weil ich halt auch so ein starkes Team und eine starke Familie habe, die das halt unterstützt. Und so auch meine nächsten Projekte immer, weil da komme ich wieder irgendwo. Wir haben letztes Jahr auch ein Haus gekauft. Also haben ein altes verkauft, ein neues gekauft. Und das ist garantiert. Und letztes Mal, wo wir halt fertig waren, war zeitgleich zum Gym. Okay. Und dann sind wir fertig geworden. Und dann habe ich irgendwie, wir haben noch ein Baugrundstück auch noch mit. Dann bin ich in den Garten rein und meine Mutter war zu früh draußen gestanden. Ich so, ja, ey. Was machst du da? Ich schau gerade, wenn wir mit dem nächsten Haus anfangen. Also, hör bloß auf, ey. Also die weiß auch immer, dass ich immer irgendwie was Neues habe. Und natürlich, Gladiator haben wir jetzt auch weit gestreut. Also wir sind jetzt mit unserer Gladiator-Kollektion jetzt in den kleinen Bullbots drin. Und das, wo die ersten Pakete ankamen, das waren so glaub, 30 Stück, da habe ich mir gedacht, scheiße, wie kriege ich diese ganzen Pakete? Ich weiß gar nicht, wieder 100 Paar Handschuhe oder Schickerschuhe. Da geht ja nie was. Und ja, dann hat's, das war 2008. Und dann ging es eigentlich relativ flott. Und so hat sich das Ganze, jetzt sind wir halt schon im freien Handel. Und jetzt kommen halt noch zwei andere große Läden noch mit dazu, die noch größer als Volvo aufgestellt sind. Das ist schon echt Wahnsinn, was da gerade alles passiert, also in sämtlichen Bereichen. Ja. Und wir haben vorhin zwischendurch mal gesprochen und gehört, du bist demnächst bei einer Zeitschrift. Ja, ich mache als Model quasi für so ein Modelabel hier auch bei uns. Ich bin im Geschäft und wir machen jetzt eine Kampagne und da machen wir jetzt ein Foto für die GQ. Das machen wir nächste Woche und kommt dann in der GQ Style. Das ist eine ganz dicke Zeitschrift. Und ja. Nochmal um auf deinen Werdegang einzugehen. Du hast ja schon sehr, sehr früh schon viel mit Sport gestartet. Also du hast sehr viel Basketball gespielt, Fußball, bist aber dann im Alter von 13 zum Boxen übergegangen. Wie war das so für dich, so vom Gemeinschaftssport dann als Einzelkämpfer? Also ich bin schon der Teamplayer eigentlich. Das Problem war einfach, dass man als Team halt auch nicht alleine für Sieg oder Niederlage verantwortlich ist. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich möchte immer selbst entscheiden, ob ich gewinne oder verliere. Und letztendlich, ich bin halt ein Typ, so, der halt entschlossen an die Sache rangeht. Und wenn ich etwas möchte, dann ist mir auch egal, wie ich das schaffe. Ich gebe halt alles dafür. Und wenn halt jemand nicht bereit ist, mitzuziehen, dann. Und das ist halt so ein Teamsport gewesen. Da ist man immer auf andere auch ein bisschen abhängig und dann, das wollte ich halt nicht abhängig machen von meinem Erfolg. Schließlich
wollte ich einfach, sagen wir so, mit 13 oder ja, da wollte ich einfach erfolgreich werden. Also wir hatten, klar, wenn du halt aus einem armen Land wie jetzt kommst, und dann denkst du dir, okay, wie ist denn das da überhaupt da, jetzt ganz oben zu sein? Ich wusste auch nicht, wie das ist, ich konnte mir auch nicht vorstellen. Für mich war das immer eine Etappen. Ich habe gesagt, boah, wenn du deutscher Meister wirst, das ist das höchste der Gefühle. Dann bin ich deutscher Meister geworden, habe ich gesagt, das ist ja nichts. Wenn du Europameister wirst, das muss ja gigantisch sein. Ja, dann wurde ich Europameister, das war auch nichts. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, Weltmeister, der muss es sein. Ja, jetzt sind es auch 19 Stück geworden. Und natürlich ist es schön und jeder Sieg ist auch schön, aber nichtsdestotrotz, irgendwie, der Hunger lässt halt auch nicht nach. Man will halt immer mehr. Man ist, glaube ich, dann auch irgendwie süchtig nach dem. Der Sport an sich macht ja auch süchtig. Und nichtsdestotrotz braucht man halt trotzdem auch ein starkes Team dahinter. Also mir ist halt auch ganz wichtig, die Leute um mich herum. Ich habe auch immer die gleichen Leute. Ich bin jetzt nicht so sehr, ich baue halt irgendwo so ein Vertrauen auf und das bleibt. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ich trainiere jetzt mal mit denen und mal mit denen. Da fühle ich mich ganz unwohl. Ich brauche immer meinen gewohnten Kreis. Und ich schaue zum Beispiel auch, wenn ich Essen bestelle, 20 Minuten auf die Karte und bestelle das Gleiche, was ich schon immer bestelle. Genau, du bist zu 19 Mal Weltmeister. Wie bist du eigentlich damals zu den Stekos gekommen? War da so der Weg von Ingolstadt quasi nach München? Ja, ich bin damals, wie gesagt, ich war Europameister und dann habe ich 2011 um die Weltmeisterschaft gekämpft. Ich wurde dann auch Weltmeister, aber nicht bei den Stekos. Und dann hat irgendwann den Laden angerufen und da war ich gerade in der Arbeit und dann hat er gesagt, ja, hier ist der Laden Steko und ich kannte es nur aus dem Fernseher. Wow, okay. Ja, und ob ich gegen Willy the Lion kämpfe. Da habe ich gesagt, wer? Es ist halt so, dass ich eigentlich überhaupt keine Kämpfer kenne. Okay. Außer Klitschko und diese ganzen Mainstream-Kämpfer. Die kenne ich auch. Genau, aber sonst kenne ich gar keinen, weil mich das einfach überhaupt nicht interessiert. Okay. Also ich kämpfe gegen jeden, aber ich bin jetzt nicht so einer, der den ganzen Tag irgendwelche Clips anschaut. Da verbringe ich lieber Zeit jetzt mit anderen Sachen. Sachen aufzubauen, andere Unternehmen, aber keine Kämpfe anschauen. Und sagt der Willy the Lion, keine Ahnung, sag ich, aber ja, okay. Dann habe ich nochmal mit Rücksprache mit meinem Coach und ich habe damals im SCS, bei SCS trainiert in München. Und der Willy ist echt total gut, der hat auch damals gesagt, so 3 Wochen oder 4 Wochen Vorbereitungszeit, lass lieber sein. Aber ich möchte unbedingt mit ins Fernsehen. Ich sagte, ja, aber das macht gar keinen Sinn. Na ja, okay, dann habe ich zum Laden gesagt, ich bin im Laden, das schaffe ich nicht. Von der Vorbereitung her, auf hin und her. Und er sagte, ja, okay, kein Problem, aber ich kann gerne mal zum Sparring kommen. Ich sagte, okay, das kann ich machen. Und dann bin ich mal zum Sparring vorbeigefahren, hatte echt gar keine Kondition, aber im Laden hat er gesehen, okay, ich habe einen Willen. Ne? Und dann habe ich da ein Sparring gemacht, ein paar Mal. Und bin halt auch ich wollte halt immer fahren, weil ich mir selber auch was beibringen wollte. Ich habe gesehen, das bringt mir auch was. Und ich habe dann auch mit Willy gemacht und habe halt gemerkt, okay, Willy ist echt eine Rakete. Und wenn ich jetzt so auf die Entwicklung so zurückblicke, dann hat sich da auch echt vieles getan, also auch was mir denn da wie eine Sache auch vermitteln kann. Das ist halt ganz anders. Und ja, dann hat er mich gefragt, du in 8 Wochen, nee, in 6 Wochen ist eine Fight Night, ob ich da kämpfen möchte bei ihm. Wow, okay, das ist meine Chance. Quasi entweder oder. Ja klar, ich kämpfe. Dann habe ich mich halt in 6 Wochen vorbereitet und hatte auch jetzt einen guten Gegner. In der zweiten Runde habe ich meinen Arm gelassen gehabt und ich habe einen Kick bekommen. Und dachte ich, scheiße. Aber ich wollte einfach ums Verrecken nicht aufgeben und habe in der 5. Runde dann durch K.O. gewonnen. Das war dann auch so, glaube ich, wo auch im Laden gezeigt hat, okay, der ist ein Kämpfer. Aus. Genau. Und seitdem bin ich eigentlich im Team dabei. Und habe mich dann auch immer versucht weiterzuentwickeln und weiterzusteigen. Gerade technisch sind wir natürlich und konditionell. Ich hatte früher keine Ahnung, wie man richtig trainiert. Wir haben halt jeden Tag Vollgas gegeben. Im Laufe des Jahres hast du noch ein bisschen den Kampfstil dann geändert? Also, du hast du noch gleich Vollgas gegeben? Ich bin früher mal rein, ich wollte einfach nur zerstören. Okay.
Tiger oder Löwen jagen. Aber irgendwann hat es so gelegt, dass ich immer noch zerstören will, nur mit System. Ja, das klingt ja auch sehr gut, meinst du? Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber man darf halt nichts dem Zufall überlassen. Das ist jetzt so. Das ist nicht so einer, der sagt, ja, okay, ich habe jetzt in 8 Wochen Kampf. Heute trainiere ich mal, morgen nicht. Ich habe es halt so drin, dass ich muss jeden, also wirklich meine ganzen Trainingseinheiten absolviert haben. Und also die Hausaufgaben muss gemacht werden. Und dann ist dann das Ergebnis auch gut. Wie ist es so am Tag der Fight Night? Wenn du jetzt weißt, okay, heute Abend geht es in den Ring, es wird gekämpft, was geht da in dir vor? Und wie ist es so die letzten 2 Stunden, die letzte halbe Stunde? Also, der letzte Tag ist eigentlich, ja, ich bin immer aufgeregt. Ich glaube, für jeder Kämpfer, ich habe auch mit vielen Kämpfern geredet. Und jeder, der sagt, der ist nicht aufgeregt, der lügt. Oder es bedeutet ihm einfach nichts. Aber ich denke auch, dass an dem Tag, wo ich nicht mehr aufgeregt bin, sollte ich einfach daran denken, aufzuhören. Weil dann macht es auch keinen Sinn mehr. Weil dann diese Spannung fehlt. Bei mir ist es immer ganz schlimm. Ich zappel immer auf. Scheiße, warum mach ich denn Scheiß überhaupt? Und dann frage ich die anderen, ja, weißt du auch, warum du hier bist? Alle da, oder? Also, ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ja. Okay, dann machen wir es dann nochmal. Und ja, die letzten 3-4 Stunden kommt da dieser Fokus auf den Kampf und du denkst, okay, du musst gewinnen. Du willst gewinnen, darum hast du jetzt 8 Wochen dich gequält. Und dann weiß ich auch, warum ich wieder da bin. Oder was ich in der Halle überhaupt suche. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil du kannst nicht einfach unentschlossen an irgendwas rangehen und sagen, ja, okay, dann bin ich halt da und hey, vielleicht gewinne ich, vielleicht nicht. Das habe ich nie gedacht. Also wenn ich in der Halle bin, dann möchte ich gewinnen, egal wie. Selbst wenn ich jetzt irgendwo noch 10 Mal auf den Boden gehe, ich muss einfach stehen. Es zählt gar nicht wie, ich muss einfach gewinnen. Das ist so der Fokus, wo jetzt immer drauf kommt. Ob ich jetzt mit einem getroffenen Fuß gewinne oder mit einer getroffenen Hand. Gerade gerade gesagt, wenn du am Boden liegst. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Du gehst ja mit sehr, sehr viel Energie und auch Aggression natürlich dann auch rein. Du willst gewinnen, du willst kämpfen. Jetzt liegst du auf einmal am Boden. Was geht dir denn so einen Moment durch den Kopf? Ja, das ist, also beim letzten Kampf ist sowas jetzt wahrscheinlich so, ich war jetzt nicht hundertprozentig fokussiert, weil ich hatte einfach ganz andere Schwerpunkte. Ich musste an meinen Rücken denken. Ich hätte immer diese Rückschläge ein bisschen in der Vorbereitung angefangen. Ja. Ich wollte schon gewinnen, ich wusste auch, ich habe jetzt das Zeug dazu, also ich habe nie so ein Gefahrgefühl. Aber es ist dann schon so ein Schock, so, oh, was ist denn jetzt passiert, okay? Wahrscheinlich auch sehr überraschend. Ja, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich jetzt da auch gut gefühlt. Und für mich ist es ungefähr so, okay, jetzt erst recht. Ja. Ich meine, ich habe auch schon einen High-Kick wo ich einfach mal den nur schwarz gesehen habe. Halt auch ein bisschen scharf. Ja. Also ich glaube, das gehört auch dazu, als Kämpfer nicht einfach nur wild in irgendwas wieder reinzulaufen, sondern halt auch irgendwie schauen, wie man das halt auch taktisch. Man sagt ja auch, das Kampfsport ist ja auch so ein bisschen geschafft. Deswegen muss man auch schauen, dass man das auch taktisch dann wieder auch hinbekommt. Also wie man sich halt dann schnell wieder aus der Affäre zieht und dann wieder reinkommt. Und das, glaube ich, kann ich auch geschickt. Also ich lasse es mir nie anmerken, dass ich jetzt, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schaue normal aus, obwohl ich vielleicht gar nichts mehr sehe. Oh nein. Genau, es gibt ja auch immer die verschiedenen Runden. Im Laden steht ihr ja dann zur Seite, gibt ja dann auch Instruktionen, inwieweit ist man da aufnahmefähig? Kriegst du das dann mit? Oder wenn ihr im Laden beim Ring steht und irgendwas zu dir schreit, oder ist man dann einfach so fokussiert und lässt alles auf? Doch, ich krieg's schon, wenn man eine gute Verbindung hat, auch zu seinem Trainer, dann kriegt man das schon mit und ich krieg eigentlich alles mit, was die mir im Laden sagt. Auch wenn ich es manchmal vielleicht nicht alles wiedergeben kann. Aber mit Kriegen tue ich das schon. Und wir hatten schon auch schwere Kämpfe, wo ich dann 5 Runden mir gedacht habe, ich verrecke jetzt. Jede Runde habe ich gesagt, boah, Mann, ich kann nicht mehr. Das hat ihn so in Polen, dieses Brot, das war so hart. Der hat einfach, ich hab geschlagen, der hat gedreht, ich habe geschlagen. Ich war komplett hier blau alles und zwar wie ein Tier. Der ist halt immer wieder gekommen. Irgendwann, ich war an dem Tag noch nicht so konditionell fit, aber ich musste halt wirklich an die Grenzen gehen. Und da ist noch eine Runde und der hat mich immer motiviert. Also hat er dann wirklich und immer gepeitscht und ja, aber auch geschafft. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich was Besonderes an Dardan. Wir haben einerseits eine ganz tolle Entwicklung, weil
ich habe die Fighten jetzt auch verfolgt für viele Jahre und am Anfang war es wirklich so, du bist mit Vollgas rein und mittlerweile machst du das sehr präzise. Man hat das Gefühl, du kannst dich auf den Gegner, du analysierst ihn quasi und es ist vielseitig, weil ich habe dich gesehen gegen Größere, die du niedergeboxt hast, ich habe dich gesehen gegen Leute, wo du mit einem Kick gefinisht hast, also das finde ich etwas Besonderes und gerade an dieser Entwicklung. Und wir haben ihn ja auch gesehen bei unserem letzten Fanclub-Event beim Sparring. Und auch da haben wir gesehen, dass er auch beim Sparring Vollgas gibt. Da war Marie nämlich einmal am Boden, relativ schnell. Also das ist wirklich was, was da dann aussehen ist, 100% da. Ja, das ist, glaube ich, also das ist mir schon immer wichtig. Also mein Kampfsport ist halt einfach kein, es soll Spaß machen, aber wenn man im Ring ist, dann muss man halt auch Gas geben. Ja? Ja. Aber jetzt von dem Team, von den anderen Kämpfern, weil du bist ja so auch wirklich ein sehr netter, ein sehr entspannter Mensch. Mit wem kann man da gut Quatsch machen, gell? Oder so ein lustiger? Also jeder weiß eigentlich, dass ich immer für Quatsch und Spaß zu haben bin, weil für mich ist es elementar und ganz wichtig, dass man eigentlich jetzt während des Trainings Spaß hat, wenn man ein bisschen ein paar Sprüche raushaut. Und auch bei den Fight Nights, auch in der Umkleide, die lachen uns teilweise kaputt. Okay. Es gab zum Beispiel Kämpfe, wo wir dann irgendwelche Tänze gemacht haben in der Umkleide. Und da waren die anderen Kämpfer total aufgeregt. Die spinnen doch komplett. Aber es muss ja nicht immer alles so ernst und so, dass man immer Böses anschaut. Aber es reicht ja dann, wenn man im Ring seine Leistung abrufen kann. Genau. Wenn man das weiß, dann ist man da auch ein bisschen entspannter. Natürlich, wenn man sich hundertprozentig vorbereitet, dann gelingt es auch einem. Aber wenn man nichts macht und eine faule Sau ist, dann darf man sich auch keinen Spaß erlauben. Richtig, ja. Wir haben die vielen Aktivitäten schon mal angesprochen, wir haben über Mode gesprochen, das Unternehmen hier, das Gym. Es gab aber auch Fernsehen, es gab was mit RTL. Ja, es ist, also das kam ja auch noch dazu bei der letzten Vorbereitung, dass die jetzt eigentlich relativ kurz war, weil ich musste in die Wüste. In die Wüste? Ja, also okay. Nach Andalusien. Und wir haben dann Dreh gemacht. Natürlich, da darf ich noch nicht so viel verraten, weil der Dreh ist noch nicht online, kommt erst im Herbst wahrscheinlich. Und es war auf jeden Fall eine Challenge, wo ich teilgenommen habe. War auch eine neue Erfahrung, eine andere Richtung, wo wir jetzt machen. Natürlich ein paar Elemente, aber man musste auf jeden Fall kämpfen. Und ein Element liegt mir nicht so, das sieht man, werden wir dann auch in der... Ich bin schon gespannt. In der Sendung dann sehen, ist auch ganz witzig, weil jeder wusste, also jeder meiner Freunde kennt mich und jeder wusste, dass wenn irgendwas damit zu tun hat, dann werde ich nicht so erfolgreich sein. Okay. Du hast ja wirklich sehr, sehr viele Projekte, hatten wir jetzt schon angesprochen, aber du bist auch Familienmensch, du hast eine ganz bezaubernde Tochter und natürlich auch eine Frau. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Ja, es ist nicht einfach immer. Ich schaue immer, dass ich die Zeit, die ich habe, dann einfach sinnvoll verbringe. Und manchmal ist es auch alles turbulent. Ich muss halt immer quasi bewusst abschalten. Also ich fahre zum Beispiel, ich sage, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, dann fahre ich schnell, hol schnell, gehe irgendwo essen, zack, zack, zack. Und muss halt in dieser Zeit, weil ich für mich total stressig ist. Ja. Weil ich entreiße mich ja quasi dem Geschehnis, was ich gerade mache. Und muss halt in dieser Stunde versuchen, einfach mal Ruhe auszustrahlen. Frieden, Freude, Eierkuchen. Aber ich glaube, das gehört halt einfach dazu. Und ich freue mich auch total. Wir waren ja zum Beispiel jetzt im Urlaub und da hatte ich auch ganz viel Zeit. Das war halt auch wieder, wenn man so 10 Tage am Stück mit dem Koffer so viel Zeit hat, dann ist es schon echt ganz toll. Und dann denkt man sich, ah, das ist schon schön, wenn man halt sich Zeit nehmen kann. Aber gerade wenn man halt sich was aufbauen möchte, und das macht man ja auch gemeinsam, irgendwas muss immer einstecken. Und egal was man macht, wenn man etwas hundertprozentig macht, dann leidet immer irgendetwas dazu. Ob das Familie ist, wenn jetzt die Familie zu groß kommt, dann leidet natürlich das Unternehmen drunter. Also irgendwas leidet immer. Man muss halt irgendwo so eine Balance finden, wo halt alle ein bisschen mitleben können oder das heißt mitleben müssen teilweise. Weil letztendlich ist ja auch alles voneinander abhängig. Man möchte ja auf meiner Seite ein bisschen besser leben, als ich es als Kind gehabt habe. Und ja,
alles ist halt auch immer schwierig. Wir sind aber bei den ganzen Aktivitäten immer noch nicht am Ende, weil Dardan macht ja auch selber Fight Nights hier in Ingolstadt. Seit wann gibt es die? Also wir haben letztes Jahr unsere erste Fight Night gemacht. Das war okay. So. Wir wollten immer schon mal eine Fight Night machen. Und das war halt nie so der richtige Zeitpunkt. Dann habe ich einfach gesagt, okay, wir machen einfach eine Fight Night. Und dann saßen wir so zu viert zusammen. Und auch mit unserem Grafiker und das Ganze auch mit dem Marketing machen. Da sag ich, du Marcel, du musst uns da was machen. Ja, wann wolltest du den machen? Sag ich, ja, so, wir haben jetzt noch 8 Wochen. Also wie in 8 Wochen? Ja, in 8 Wochen muss halt alles stehen. Also wir haben Sponsoren, ist ja klar. Das schaffen wir niemals, brauchen wir ein halbes Jahr. Also, wir haben kein halbes Jahr, wir haben jetzt den Termin, der ist frei, dann machen wir. Und dann haben wir einfach Gas gegeben und wir haben halt einfach. Ich war irgendwo in Gedanken und habe halt gesehen, da ist ein Projekt von Teddy's Home, die haben halt gehabt, wie weit würdest du gehen? Daraufhin ist mir eingefallen, okay, ich mache einfach so einen Showkampf noch mit dazu. Und dann habe ich meinen Rechtsanwalt gefragt, so, du Joe, würdest du einen Kampf machen für einen guten Zweck? Und er so, ja klar. Ich so, wie ja klar. Er ist 60. Er so, ja, würde ich machen. Ich so, okay. Der hat es ernst gemeint. Und der hat dann gegen den Professor Harry Wagner damals, haben die dann gegeneinander gekämpft. Die hatten 8 Wochen Zeit, sich auf diesen Kampf vorzubereiten, haben davor noch nie was mit der Materie zu tun gehabt. Und das ist einfach die Challenge dahinter. Und das kam halt so gut an. Wir haben das natürlich auch extrem gut vermarktet, das Ganze. Die Sponsoren haben uns natürlich unterstützt. Die fanden die Idee auch mega, dass halt hinter so einer Fight halt auch ein guter Zweck dahinter steht. Und die zwei hatten als Challenge 8 Wochen Zeit, sich vorzubereiten, haben den Kampf gemacht. Und wir haben natürlich dann einen Teil dann an Teddy's Home gespendet. Und das haben wir dieses Jahr genauso gemacht. Dieses Jahr hatten wir 2 Politiker, die sich dann auch der Herausforderung gestellt haben. Und für solche Kämpfe natürlich ist es halt für Sponsoren sehr interessant, für die Zuschauer auch. Obwohl es eigentlich komplette Laien sind, Ja. Kommt es manchmal besser an, als jetzt jemand, der Profisport hat. Klar ist, die sagen alle, boah, das ist jetzt schon geil, wenn wir jetzt so richtig die Fetzen fliegen, weil die haben halt Ahnung. Aber nichtsdestotrotz muss man halt wissen, dass auch der Sport auch Unterhaltung ist. Und die Leute wollen einfach unterhalten werden. Und mit den Fight Nights versuche ich halt so eine Linie zu finden aus dem Sportlichen und Unterhaltung. Also einfach so ein bisschen Showbiz zu machen. Darum machen wir dann auch immer verschiedene Sachen. Also wir hatten dieses Jahr eine T-Shirt-Kanone, die kam sehr gut an. Also halt dann der Rudi, der Gladiator-Kostüm hier mit der T-Shirt-Kanone rumgeschossen hat. Und jeder wollte natürlich ein T-Shirt haben. Und die gibt es übrigens vielleicht auch auf den nächsten Stegos Fight Night, die T-Shirt-Kanone. Und dann haben wir halt natürlich verschiedene Show-Acts gehabt. Die sind eigentlich sehr gut angekommen. Also einfach so ein Mittelmaß zu finden, das ist so eine Familienveranstaltung. Ja, schön. Dann würden wir uns jetzt noch mit Dardan zusammen einen seiner Kämpfe, zumindest in Auszügen, kurz ansehen und dann kann er vielleicht noch ein bisschen Kommentar noch mal dazu geben. Weißt du noch, welche Runde das gewesen ist? Das war jetzt noch so ein Blick in die erste, von der ersten Runde noch. Ja. Ja. Er war halt schon relativ erfahren, das hat man gemerkt. Also der war auch recht locker, deswegen war der auch ein bisschen gefährlich. Das blaue Auge ist übrigens schon vom Sparring. Genau. Also das war nicht vom Kampf. Genau, jetzt sind wir in der zweiten Runde. Ich musste halt, er hat mich auch gut studiert. Er hat dann immer gewartet und versucht immer über die linke drüber zu schlagen. Und da gehst du am Boden? Ne, das war jetzt eigentlich eher aus dem Geschehen. Aus dem Geschehen heraus. Wir haben auch gut getroffen. Schaust du dir sonst auch deine Kämpfe nochmal an? Nein, ich nie. Also ich schaue mir ganz selten die Kämpfe an. Also auch meine eigenen nicht. Es sei denn, ich gewinne spektakulär, dann muss ich es mir. Aber ansonsten ist es Routine. Ja.
Also der Mladen hat auch gesagt, der ist sehr überraschend. Der kommt, der ist halt so schläfrig. Das ist ein typisch dieser Heißdien und kommt halt mal. Deswegen war der halt auch nicht so gut einzuschätzen. Und sagen wir es einfach so, es lag an mir. Also ich gebe nie den Gegner die Schuld. Ich war einfach nicht so spritzig und dynamisch, aber es ist halt auch tagesformabhängig. Man kann nicht immer... Richtig, ja. Ja, da waren auch die Bedingungen, glaube ich, nicht einfach. War sehr heiß an der Fight Night. Ja, ja, ich würde eher sagen, das waren einfach die Bedingungen. Weil hier, das war einfach so ein kleiner Schwinger. Ja. Da hat er mich ganz kurz getroffen und da habe ich gedacht, oh, okay. Außer nichts. Also den hast du gespürt schon. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also für mich war das jetzt relativ unspektakulär, aber nichtsdestotrotz. Es war jetzt auch keiner, der es da nachgegeben hat oder also nachgegangen ist. Was macht der jetzt los? Aber gefährlicher Typ, auf jeden Fall. Ich bin auch diesen hohen Frontkick, habe ich auch selten sonst gesehen. Also der Frontkick von ihm, der wirklich bis ins Gesicht hochgeht, das ist auch sehr selten. Ich noch mal so wegfangen. Und der Seele. Baude. Ich habe halt gesehen, dass der halt mit Knie dann auch anfällig ist. Okay. Also das Knie kam ab und zu durch, dann habe ich gedacht, okay. Der ist halt immer runtergegangen. Ja. Normalerweise bin ich da viel spritziger, gerade was Boxen anbelangt. Aber irgendwie hat mir das einfach an den Tag gefehlt, dass ich sage, ich kann da meine Leistung 100.000% abrufen, was das Boxerische anbelangt. Er war fix und fertig und hat mich da motiviert. Da habe ich ihn jetzt einmal getroffen, das habe ich dann auch gehört, wie es geknackst hat. Und wer weiß, wenn ich jemanden anklingel, dann höre ich halt auch nicht mehr auf. Aber man merkt auch gut, dass die Unterstützung gleich da ist, ne, vom Publikum, wenn du aktiv bist, sind sofort die Leute da, das ist auch sehr schön. 10 Sekunden Zeit. Okay. Und ich muss auch sagen, ich war auch erleichtert, als es abgebrochen worden ist. Du hast es bei ihm knacksen hören? Ja, in den Rippen. In den Rippen? Ja. Ja, da sieht man deine Gladiatoren. Ja, schön finde ich auch beim Laden, das habe ich jetzt bei vielen Clips gesehen, der freut sich immer riesig für seine Leute. Also absolut. Er ist immer richtig. Ja, aber er ist wirklich ein Herzbluttrainer, weißt du? Er hängt halt. Ich denke, das, was er macht, das kann ich gar nicht. Also das könnte ich trainiere jetzt auch meine Leute und so. Aber was der halt in jeden Einzelnen reinsteckt, ist schon echt wirklich mit hohem Respekt anzusehen. Ja. Also, wir bekommen jetzt noch ein bisschen Tipps und Regeln erklärt von Dardan. Ihr seht, Stekos Fanclub gibt alles. Ich stelle mich zur Verfügung, die Corinna wird Dardan die Fragen stellen. Genau, Dardan, zuerst mal die erste Frage. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Boxen, Kickboxen, K1 und Thai-Boxen? Also der Unterschied ist natürlich, das normale Boxen ist ja klar, das wird nicht geboxt, hier zum Kopf, Körper, runtergeht, Haken, alles machen. Ne? Okay, alles, okay. Genau, beim Kickboxen ist es halt so, also da gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Es gibt das Kickboxen mit Laufkicks, wo jetzt nur quasi geboxt und alle Kicks und zusätzlich natürlich auf die Oberschenkel werden da. Ja? Dann kommt natürlich das Kickboxen K1, nach den japanischen Regeln, also von K1 selber, wo halt quasi das ganze Boxerische kombiniert mit sämtlichen Kicks und Knietechnik. Allerdings darf man beim nur einmal jetzt clinchen und muss dann loslassen. Ah, ja. Knie ohne Clinch dürfen so beliebig gemacht werden. Okay. So oft es geht. Und dann kommt natürlich das Thai-Boxen. Und beim Thai-Boxen werden natürlich viele Laufkicks gemacht. Und beim Thai-Boxen ist elementar der Clinch. Ja. Das heißt, es darf die ganze Zeit geclincht werden, Knie. Von sämtlichen Richtungen. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Das ist so umfangreich. Das heißt natürlich auch bekannt, das ist ganz gut. Also ein Lieblingsschlag, ein Lieblingskick oder Kombination? Es ist ja so, dass eigentlich meine ganzen, oder die meisten Haus, alle mit der linken Hand, irgendwie funktioniert der immer. Okay. Aber die letzten Kämpfe, die waren eigentlich verschieden. Ich habe dann keinen Kick. Ich habe die Pflanzen angewendet.
Yeah, also es kamen dann verschiedene Sachen. Ich glaube, man muss einfach bereit sein, auch Sachen auszuprobieren. Also als sportliches Vorbild hat sich eigentlich Mike Tyson, weil er hat einfach ja. so einen Killer reingegeben. Einfach reinzugehen und alles. Und beim Thai-Box war es dran und weg. Da hat er gegen sämtliche Thais gekämpft, also Thailand, hat er wirklich alle geschlagen. Er hat auch so einen Kampfstil, wo er halt immer nach vorne geht und du hast das Gefühl, es ist ihm egal, wie viele Schläge der bekommt, der geht einfach nach vorne. Und daran sieht man einfach den Fokus im Auge, weißt du? Das bedeutet einfach, jeder, der ein Champion ist, der weiß, der will einfach gewinnen. Gerade angesprochen, dann gehe ich einfach nach vorne, stecke die ganzen Schläge ein. Also, ich stelle mir das tut sehr, sehr weh. Also, wenn ich mir vorstelle, ich will jetzt hier einer hinkicken oder irgendwie ins Gesicht schlagen, wie ist es mit dem Schmerzempfinden? Kommt drauf an, wie du dem Schmerz begegnest. Sehr empfindlich für den Schmerz. Dann, ja, jetzt kommt mal, es tut weh. Dann tut es natürlich auch weh, aber wenn du natürlich gar nicht an den Schmerz denkst, sondern denkst, wie es ist, wie am Ende des Kampfes dein Arm hochgeht, dann ist der schmerzlos heftiger, dann blendest du den komplett aus und bist da gar nicht drauf fixiert, ist, so zu empfangen, wie er einen will. Das ist natürlich auch so ein Adrenalin dann auch fokussiert und dann gleich hinterher merkt wieder. Also ich habe schon mit Armbruch gekämpft, ich habe mit Beinbruch gekämpft und sämtliche andere Sachen. Und dann weiß man, dass es funktioniert, aber man muss halt einfach bereit sein. Das ist halt auch Hauptproblem. Lernt man ja auch viel jetzt nicht nur quasi zum Kämpfer an sich, sondern halt auch vom Mann. Man muss durchsetzen, man muss mutig sein, man muss etwas riskieren, man muss entschlossen an die Sache rangehen. Und das sind alles Werte, die man halt auch so im Leben auch braucht. Und, natürlich muss man diszipliniert sein, das gehört alles dazu. Und Respekt. Respekt vor dem Gegner, Respekt vor der eigenen Leistung und man muss sich halt auch sich selber auch wahrnehmen. Die Selbstwahrnehmung fehlt auch viel, dass sie sich selber einschätzen können. Was kann ich eigentlich überhaupt? Und wenn du das nicht hast, diese Selbsteinschätzung, und dass man halt auch deine eigene Leistung anerkennt, dann fehlt es da auch. Was würdest du denn Fans sagen, die auch so erfolgreich werden wollen wie du? Die sagen, ich möchte unbedingt Weltmeister werden, ich trainiere zwar ganz viel, ich versuche mich auch mental vorzubereiten, was du zu sagen willst. Man muss mutig sein, man muss riskieren, das gehört auch dazu. Also die meisten meiner Kämpfe, wo ich dann auch so eine Chance bekomme, war einfach so, okay, du hast die Chance, du willst oder willst du nicht. Ja, okay, ich habe die Chance ergriffen und habe sie genutzt und das muss man im Leben manchmal machen. Also man kann nie den perfekten Zeitpunkt bestimmen und sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt. Man kriegt den einfach und den musst du nutzen. Alles gespannt und dann einfach mal reingehen. Deswegen sage ich, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt ja. und die perfekte Vorbereitung. Weil es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die bereiten sich seit 10 Jahren vor. Aber auf was? Darum geht's ja. Auf was willst du dich 10 Jahre vorbereiten? Ja, wenn ich die Freunde kenne, ich muss mich vorbereiten. Ja, aber du bist doch jeden Tag hier. Ja, aber ich muss mich dann richtig vorbereiten. Was ist dann die richtige Vorbereitung? Warum verschwendest du dann die Zeit? Ja. Deswegen finde ich einfach, es ist wichtig, dass man sagt, wenn ich etwas mache, ich mache das 100%. Ich verschwende meine Zeit oder ich versuche dann einfach meine Zeit sinnvoll und besonders einzubringen. Klar, wenn man etwas nur just for fun macht, dann ist es natürlich auch okay. Aber wenn man vorhat, ein Wettkampf zu sein, dann soll man einfach ehrlich zu sich selber sein und sich ja nicht selber anlügen und sagen, okay, ich habe das Zeug dazu, also riskiere ich etwas, ich gebe Gas und man muss halt einfach mutig sein. Man muss an die Sache rangehen und sagen, okay, wenn man nicht an sich selber glaubt, warum soll das ein anderer sein? Ich glaube, ein wunderbarer Schluss. Dann sag ich schon mal, herzlichen Dank.